Wir haben jetzt sage und schreibe 3:30 Uhr morgens und ich bin froh, dass wir heute den Tag seit 11 Uhr wirklich genutzt haben, um aus meiner Sicht einen Meilenstein wirklich hinzulegen, weil wir es geschafft haben, einen zusätzlichen Tarifvertrag zu erkämpfen. Wenn man die Ausgangssituation jetzt nochmal betrachtet, wie hoch die Hürde war, was Zugang zu diesem Urlaubsgeld angeht, und wir haben ja gesagt, jeder muss die Möglichkeit haben, davon auch zu profitieren, da haben wir jetzt etwas hinbekommen, überproportional für die Auszubildenden haben wir was hinbekommen. Das ist der Wahnsinn, was da jetzt gekommen ist. Wir haben überproportional gefordert und haben grandios bekommen. Niemand hat sowas erwartet. Absolut mega stark. Wir alle gemeinsam haben das erkämpft. Wir haben eine so hohe Beteiligung bei den Warnstreiks gehabt. Die waren so super organisiert. Die Kolleginnen und Kollegen hatten da richtig Spaß bei. Gerade auch, weil sie gesehen haben, dass wir da was Innovatives, Neues machen mit den zusätzlichen Freizeitansprüchen. Und wir waren immer mit direkt vorne dran. Alles, was geht, die Jugend raus aus den Technikzentren und Vollgas. Also es war kein Spaziergang, ne, in keinster Weise, sondern es war wirklich harte Arbeit. Da ist viel verhandelt worden. Also wenn man einen komplett neuen Tarifvertrag auch schreibt, dann muss der wasserdicht sein. Ja. So, wir haben es geschafft, dass wir im Tarifvertrag die Leitplanken so gesetzt haben, dass da auch wenig Diskussion letzten Endes von den Arbeitgebern möglich ist, ja, um den Kolleginnen und Kollegen vielleicht dann doch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dass wir so ein gutes Ergebnis erreichen, habe ich zwar gehofft, ja, aber das sah heute Morgen nicht so aus, dass wir das wirklich so hinkriegen würden. Jedenfalls Gitter waren die ganze Zeit sehr unruhig und sehr kämpferisch und auch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und ich denke, das hat ordentlich Eindruck gemacht. Und das ist nur im Grunde ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir eigentlich wirklich können. Ein bisschen gemischt sind meine Gefühle, also durchaus auch an vielen Ecken positiv. Gerade jetzt das Urlaubsgeld, umwandelbar in Zeit. Das finde ich einen super Abschluss, muss ich sagen, mit den 1.000 Euro. Umwandelbar in 5 oder 4 Tage. Ich denke, das ist ein Riesenschritt in Richtung mehr Zeitsouveränität für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und das wird sicher in Salzgitter gut ankommen. So ein bisschen die Kröte, finde ich, ist die Laufzeit. Die ist zu lang. Wir haben für die Monate Januar und Februar 100 Euro. Wir haben ab März 3,7% mehr Geld. Und wir haben dann nächstes Jahr 1.000 Euro jedes Jahr wieder tarifdynamisch. Das heißt, dieses Geld steigt auch. Kein Einmalbetrag, sondern wir bekommen ihn jedes Jahr. Und diese 1.000 Euro sind umwandelbar dann auch noch in Zeit. Hinzu kommt, dass wir den Tarifvertrag Altersteilzeit wieder abgeschlossen haben. Was wichtig ist, gerade im Stahl, wir haben den Tarifvertrag Werkverträge wieder abgeschlossen. Das ist wichtig für unsere Kolleginnen und Kollegen, die nicht zur Stammbelegschaft gehören. Und wir haben den Tarifvertrag Beschäftigungssicherung mit abgeschlossen, dass wir auch dort erreicht haben, dass wir diese Instrumente alle weiter nutzen können. Und wir haben ein Novum in der Flächentarifpolitik geschafft. Wir haben nämlich eine Verhandlungsverpflichtung für Dualstudierende, dass auch endlich die Kolleginnen und Kollegen auf vernünftige tarifliche Bedingungen kommen.